So werden Bitcoins geklaut. Ganz einfach, in diesem Video geht es darum, wie Hacker deine Bitcoins klauen oder wie du Bitcoins sonst so verlieren kannst. Also Achtung davor, du solltest das Video unbedingt anschauen, wenn du Kryptowährungen hast, wie Bitcoin, Ethereum oder sonstiges. Und wenn du vorhast, da rein zu investieren, denn wenn du das nicht weißt, können deine Bitcoins geklaut werden. Ganz einfach, viele Hacker machen das, schon oft vorgekommen. Ein Must-Have für dich also, rein in die Masche. Rein in die Masche. Let's go. Leute, wir haben ja gelernt, dass das unsere Wallet ist. Und böse Hacker greifen eure Wallet an. Genauso wie ich jetzt. Wichtig, dieses Video ist jetzt hier auch nicht da, um dir alles eins zu eins zu erklären, wie Bitcoin und Wallets direkt funktionieren. Dazu gibt es enorm viele Videos. Wir schauen uns hier eher die Aspekte an, wie Hacker damit umgehen oder wie du die Sachen verlieren kannst, deine Coins verlieren kannst. Und das will ich eben vermeiden, dass du einen sicheren Umgang hast oder schon mal das gehört hast und dann nicht auf irgendwelche Fallen hineintappst, die im Crypto-Space vorhanden sind. Bitcoin ist eine digitale Währung. Das Ganze ist hier auch relativ entspannt, was Anonymität angeht. Das wollen nämlich die Hacker für ihre bösen Geschäfte teilweise. Wollen sie das? Und ja, deswegen nutzen sie eben Bitcoin. Und Bitcoin ist das perfekte Mittel dafür. Es gibt noch andere Währungen, die benutzt werden, zum Beispiel Monero. Das ist noch ein bisschen anonymer, aber das sind eben die Kursschwankungen sehr stark. Deswegen wird im Endeffekt zum Schluss wiederum Bitcoin verwendet. Und Bitcoin kann man sich so vorstellen, es gibt verschiedene Adressen, wie zum Beispiel hier dieser Apfel. Das ist jetzt unsere Adresse. Wir wissen zwar, dass es ein Apfel ist, aber wir wissen nicht, wem dieser Apfel gehört. Kannst dir vorstellen, es ist wie ein Geldbeutel. In diesem Apfel können Bitcoins gespeichert werden. Und der Apfel heißt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 Stellen mit Buchstaben und Zahlen. Und so hast du eine Bitcoin-Adresse. Kannst dir vorstellen, wie eine IBAN auf einer Karte zum Beispiel. Genau. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt Blockchain. Blockchain speichert jede Transaktion, also überall, wo der Apfel das Geld hingeschickt hat, das wird auf einer Blockchain gespeichert und ist für jeden einsehbar. Deswegen ist Bitcoin auch nicht ganz so anonym, wie viele Leute denken. Aber das ist eben halt, kann man nichts machen. Solange man nicht weiß, wem dieser Apfel gehört, ist Bitcoin anonym. Deswegen gibt es auch viele Methoden, um rauszufinden, wem so ein Apfel oder so eine Wallet gehört. Genau, was kann man noch zu Bitcoin sagen? Ja, Hacker bezahlen sich oft gegenseitig in Bitcoins oder lassen sich von normalen Leuten mit Bitcoins bezahlen, da es eben sehr anonym ist. Das Problem ist hier halt immer, dieses Geld dann in Euros wieder zu bekommen oder von Euros in Bitcoin. Hier ist immer der kritische Punkt. Hier sieht man dann oft, wem das Geld überhaupt gehört. Hier muss man auch verschiedene Methoden verwenden, um eben das Ganze zu anonymisieren. Genau. Es wird leider auch sehr häufig für Geldwäsche verwendet, generell Kryptowährungen und eben für Dienstleistungen, die jetzt vielleicht nicht so legal sind. Zum Beispiel im Darknet für irgendwelche Substanzen unter anderem auch. Hier kurz, ich bin im Hotelzimmer. Es geht leider nicht anders. Ich bin auf einer geschäftlichen Reise und deswegen müssen wir jetzt hier so arbeiten. Ihr seht zwar hier im Hintergrund die Kamera und alles. Nur der Profi hier hat die Akkuladestation vergessen. Deswegen müssen wir jetzt so weitermachen und ich hoffe, es ist okay. Es geht ja eh ums Inhaltliche. Es gibt auch sehr viele Betrüger, die versuchen, Bitcoins zu klauen. Klar, Bitcoin ist auch ein Investment tatsächlich. Also es ist eine Investmentklasse und viele normale Leute, die jetzt nichts Böses vorhaben, so wie ich zum Beispiel, haben auch Bitcoins und diese werden dann häufig auch versucht von bösen Leuten zu klauen und das ist natürlich schlecht. Wie schützt man sich davor? Am besten gibst du deine Adresse, also deine IBAN sozusagen, niemanden. Keiner darf wissen, wer deine IBAN ist oder du speicherst deine Bitcoins auf einer Börse. Eine Börse macht das Ganze Technische für dich teilweise, gibt aber auch hier Risiken. Man sagt so schön, nicht deine Keys,
nicht dein Bitcoin. Du kannst dir vorstellen, wie wenn der Apfel eine Haustür hat, einen Schlüssel aus 12 Wörtern, dann kannst du den Apfel öffnen oder deinen Geldbeutel und kannst die Bitcoins hier rausholen. Deswegen solltest du die 12 Wörter dir immer sehr gut merken, auch auf gar keinen Fall irgendwo eingeben, irgendjemand geben, denn so werden deine Bitcoins geklaut. So viel zu den grundlegenden Sachen von Bitcoins. Ich muss hier jetzt schauen. Machen wir hier mal die Perspektive, weil mein Arm tut schon weh. Das kann ich euch noch über Bitcoin Hacker Edition. Ja, es werden auch sehr häufig, ja, es kommt auch immer wieder häufig vor, dass Börsen einfach gehackt werden. Und das ist natürlich nicht gut, wenn Börsen gehackt werden, denn somit kriegen die Hacker die Bitcoins. Wie machen die Hacker das? Ganz einfach, wie ich gerade erklärt habe, sie versuchen diesen 12-stelligen Code von bestimmten Wallets zu klauen und ziehen sich dann die ganzen Coins auf ihr Konto. Wie schützt man sich vor dem Ganzen? Ganz einfach, gib nirgends deine Adresse an, gib nirgends deine Schlüssel an, pass auf, mit was du deine Adresse verknüpft. Das ist auch so ein Feature, was es gibt. Man kann jetzt inzwischen Adressen mit Webseiten verknüpfen. Das auf gar keinen Fall machen, wenn du nicht weißt genau, was du machst. Denn hiermit werden deine Bitcoins dann auch runtergezogen teilweise. Und ja, was kenne ich noch für Phishing-Attacken? Es gibt auch die Methode, dass auf deine Wallet NFTs geschickt werden, Non-Fungible Tokens. Das sind diese Bilder, von denen allen reden. Das sind der Affen drauf teilweise oder sonstige Dinge. Die werden dir auf deine Wallet geschickt. Du freust dich, hey cool, ich habe hier irgendeinen Affen bekommen. Klickst dann auf einen Link, der unter dem Affen steht. Auf diesen Bildern können teilweise auch noch weitere Informationen wie Links hinterlegt werden. Da klickst du drauf, verbindest zum Beispiel dein Konto und schon können Hacker dein Konto leerräumen. Also hier auch sehr aufpassen. Verwende nur vertrauenswürdige Seiten und mach hier keine Faxen, denn ein Fehler kann dafür sorgen, dass du all deine Bitcoins verlierst. Genau, und das nutzen natürlich die Hacker aus. Und deswegen sollte man hier auf jeden Fall immer Acht geben, was genau man macht. Man muss hier auch unterscheiden zwischen Scam und Hacking. Es gibt verschiedene Coins. Manche Coins sind einfach dafür ausgerichtet, einen Hype zu erzeugen. Und dann kaufen die Leute das alles und die Leute nehmen dann das Geld, mit denen die Coins gekauft wurden, verschwinden einfach ins Nirvana und ja, haben eure Coins. Deswegen schaut euch genau an, in welche Krypto-Projekte ihr investiert. Ich sag mal, so viel mit Bitcoin und Ethereum bist du halbwegs sicher. Der Rest ist alles sehr spekulativ. Klar, Bitcoin, Ethereum ist auch sehr spekulativ. Das andere ist wesentlich spekulativer. Du kannst dir vorstellen, wie wenn du ins Casino gehst und auf irgendeine Zahl setzt. Klar gibt es auch Profis, die wissen, was genau sie machen. Aber auf jeden Fall, ja, hier auch nochmal ein Warnhinweis. Mir liegt das Thema sehr am Herzen, da ich Kryptowährungen mag. Bitcoin vor allem auch. Und deswegen will ich hier natürlich aufklären, was es hier für Scams gibt, auf was man achten sollte. Und was man nicht machen sollte und was man machen sollte. Noch ein Punkt, wie du deine Coins theoretisch verlieren kannst, ist, wenn eine Börse pleite geht. Viele Leute haben ihre Coins nicht auf einer privaten Wallet, so wie das hier, wie ein Apfel gespeichert. Nein, sie haben ihre Coins über einen Broker gekauft, wie zum Beispiel Coinbase oder FTX. Das sind sehr große Broker. Einer davon ist jetzt pleite gegangen oder schon länger her. Und genau, das ist eben mein Punkt. Achte darauf, dass du einen Broker verwendest, der sehr seriös ist. Und wenn du dann deine Coins gekauft hast, würde ich sie auf eine Hardware-Wallet ziehen oder einfach auf deine eigene Wallet. Genau, das ist ein Punkt, den solltest du auch immer im Hinterkopf behalten. Wenn du deine Coins nicht selber hast, sondern auf einer Börse hast, kann diese Börse pleite gehen oder theoretisch machen, was sie will. Können auch das ganze Geld nehmen und in die Bahamas abhauen. Ich glaube, bei FTX war das so in die Richtung. Ich weiß jetzt nicht eins zu eins, wie es war. Auf jeden Fall haben hier sehr viele Leute ihr Geld verloren. Deswegen spreche ich das auch an, damit du hier sicher bist und weißt, was du machst. Genau, ein wichtiges Risiko, was gar nichts mit Hackern zu tun hat tatsächlich, aber du dir trotzdem sehr viel Coins kosten kann, ist natürlich das Vergessen dieser 12 Wörter. Denn wenn du das machst, kommst du nicht mehr
an dein Geld ran. Weil wenn du den Schlüssel zu deinem Haus nicht hast, kommst du nicht in dein Haus. Und du kannst es leider nicht aufbrechen, weil es ein Hochsicherheitshaus ist. Genau. Dasselbe gilt dafür, wenn du jetzt irgendwo Bitcoins einmal irgendwo hinschickst und sagst, oh, fuck, das war die falsche Adresse. Gibt kein Zurück mehr. Leider auch sehr schlecht. So kannst du deine Coins auch verlieren. Und das hat höchstwahrscheinlich auch nichts mit Hackern zu tun. Also, wenn du nicht weißt, was du machst, mach es lieber nicht. Oder informier dich erstmal, bevor du irgendwelche Geld oder Coins irgendwo hinschickst. Und es gibt ja eben halt nicht wie bei Banken teilweise, dass sie dein Geld zurückhören können. Einmal gesendet, ist immer gesendet. Genau. Das im Hinterkopf behalten. Eine der größten Gefahren ist natürlich immer noch das Phishing, also dieses Ausnutzen der Schwachstelle Mensch, dass dir irgendjemand dich anschreibt, dir irgendwas erzählt oder eine Webseite dir irgendwas erzählt und du hier deine Daten eingibst oder sonstige Manipulationen entstehen, die eben dazu führen, dass du deinen Code irgendwo eingibst oder dein Code geklaut wird. Das ist das Allergrößte und hier hilft wirklich nur der Kopf. Oder solche Videos, wie du die gerade anschaust. Hier werden einige Phishing- oder Social Engineering-Attacken erklärt. Ich kann das Ganze auch, darf ich leider alles nicht zeigen. Macht auch Sinn, klar, ich will jetzt hier auch keine bösen Leute ausbilden. Nein, wir sind auf der guten Seite. Und wenn du wirklich lernen willst, wie Ethical Hacking funktioniert, also Hacken für die gute Seite, dann schau auf learn-how.de vorbei oder hacking.so, das ist die neue Webseite, plus. Hier findest du alles über Ethical Hacking, IT-Sicherheit. Bald werden auch neue Updates kommen. Also wenn du jetzt schon kaufst, dann sind die in deinem Kurs inkludiert. Wenn nicht, später wird es wahrscheinlich mehr kosten. Also wir machen jetzt noch KI mit rein, auf jeden Fall, denn das ist auch ein sehr großes Thema. Und Kryptowährung Bitcoin kommt auf jeden Fall auch noch in den Kurs rein. Also sei lieber jetzt dabei, bevor du dann später mehr zahlen musst. Ein Punkt, was auch sehr kritisch sein kann in Zukunft. Nicht für dich, sondern für Bitcoin generell, ist Quantencomputing. Bitcoin basiert auf einer sehr starken Verschlüsselung und wenn Verschlüsselungen geknackt werden, können natürlich auch die Bitcoins geklaut werden oder das ganze Netzwerk, ganze Bitcoin-Netzwerk übernommen werden. Das ist momentan sehr unrealistisch, also keine Sorge. Theoretisch in Zukunft, wer weiß, was da passiert, könnte das wirklich passieren. Aber ich persönlich gehe jetzt stark davon aus, dass es nicht so schnell geht. Passieren wird, denn wenn es wirklich passieren wird, dann haben wir ein ganz anderes Problem, denn dann ist fast keine einzige Verschlüsselung mehr sicher und das bedeutet Chaos. Das wollte ich auch nochmal angesprochen haben. Dann gibt es natürlich noch Sicherheitslücken in Smart Contracts. Ich erkläre kurz, was sind Smart Contracts, wie der Name es schon sagt. Das sind Verträge, die aber digital sind und diese Verträge sind auch smart, also sie funktionieren automatisch. Und wenn irgendwas automatisch funktioniert, kann man hier natürlich auch sehr viel Fehler reinprogrammieren und Sicherheitslücken auch auf Versehen einbauen oder gewollt einbauen, je nachdem. Deswegen können diese Smart Contracts gehackt werden. Und wenn so ein Smart Contract gehackt wird, dann kann es dazu führen, dass deine Coins verloren gehen oder an ein anderes Konto fließen. Und hier sollte man eben auch immer aufpassen, dass man Smart Contracts nutzt, die auch wirklich von Sicherheitsstellen geprüft wurden. Dann gibt es sogenannte Dust Attacks. Das sind einfach kleine Transaktionen, die auf verschiedene Konten geschickt werden. Also diese Transaktionen gehen meistens von den Hackern aus, um Konten zu de-anonymisieren. Sprich, rauszufinden, wem dieses Konto gehört. Also das Geld wird dann oder die Coins werden dann auf das Konto geschickt. Der Nutzer denkt sich, okay, was sind das hier für Coins, schickt diese weiter und anhand dieser Transaktionen etc. kann man dann eben rausfinden, wer dieses Konto benutzt, wie der sich verhält. Und dann könnte man theoretisch diese Person in echt finden, diese Person bedrohen und sie dazu zwingen, dass sie diese 12 Schlüssel rausgibt, 12 Wörter rausgibt, um eben in ein Wallet reinzukommen. Das passiert, glaube ich, nicht allzu häufig, ist aber schon öfter vorgekommen, dass jemand eben halt bedroht wurde, um ein Passwort herauszurücken. Vor allem im Bitcoin-Bereich, wenn man früh eingekauft hat, kann es sich um mehrere Millionen bis Milliarden handeln. Und hier gehen natürlich viele Kriminelle teilweise dann auch richtig skrupellos vor.
Also Achtung, niemals deine Adresse irgendwo verbreiten, sonst kann man rausfinden, wem das Konto gehört, wer du bist und dich dann, wenn es blöd läuft, erpressen oder bedrohen. Genau, also Achtung, Achtung. Was kann noch dazu führen, dass du deine Bitcoins verlierst? Ist ganz einfach, du hast deinen Keylogger auf deinem Handy oder auf deinem Computer und während du deine Geschäfte machst, wird einfach mitgelesen, was du für einen Schlüssel hast oder einfach deine Adresse und diese dann eben geklaut oder ausgewertet, um weitere Hacks durchzuführen. Also achte immer darauf, dass du sichere Geräte verwendest. Das ist ein sehr großes Ziel hier, Bitcoins über Hacking-Tools herunterzuladen. Dann kommen wir zu Ransomware. Das hört man sehr oft in den Nachrichten. Also eine Firma wird erpresst und die einzige Lösung ist es eben, Bitcoins zu verwenden und mit Bitcoins die Hacker zu bezahlen, damit die verschlüsselte Daten wieder freigeben. Man kann sich so vorstellen, die Hacker hacken sich in eine Firma rein, verschlüsseln alle Daten, sodass die Firma ihre wichtigen Dokumente nicht mehr nutzen kann und dadurch kann der Hacker die Firma erpressen. Und das Ganze, da sollte man eben nicht bezahlen, aber viele Firmen zahlen trotzdem, denn sie sind sehr angewiesen auf ihre Daten, vor allem Krankenhäuser zum Beispiel. Manche Hackergruppen sind sogar so sozial, dass sie einfach sagen, hey, wir haben jetzt aus Versehen ein Krankenhaus verschlüsselt, wir geben denen die Codes für die Entschlüsselung kostenlos, also ohne Bitcoins zu bezahlen, wieder zurück, denn wir wollen hier keine Menschenleben nehmen sozusagen. In diesem Sinne, passt auf eure Wallet auf, sonst schaut sie so leer aus wie dieser Apfel. Da geht noch ein bisschen was raus, natürlich. Aber ich glaube, es ist angekommen. Krypto sollte man nur machen, wenn man es auch wirklich versteht. Und man sollte sehr vorsichtig sein, da es doch sehr viele Betrüger und Hacker in diesem Bereich gibt. Deswegen lass ein Like da, sonst sieht dein Wallet auch bald so aus. Kommentier. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Crypto-Space sicher wie die Titanic. Nein, wie die nächsten Schiffe nach der Titanic. Die waren hoffentlich sicherer. Peace!